Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Heute mal das Thema Wetter einmal wieder. Und ja, ich möchte heute euch mal ein paar Langfrist-Wettervorhersagemodelle vorstellen. Und das ist deswegen so interessant, weil wir uns natürlich immer die Frage stellen, wie wird beispielsweise Weihnachten, ja? Fällt an Weihnachten Schnee? Ist es an Weihnachten kalt oder ist es da stürmisch? Und wie wird der Sommer? Also all diese alltäglichen Fragen interessieren natürlich den Bürger. Und Firmen interessieren sich dafür, weil sie natürlich, gerade wenn sie beispielsweise Firmen sind, die Agrarbetriebe sind, absolut abhängig davon sind, wie genau die Saisons, also die Jahreszeiten ausfallen. Wird der Sommer zu kühl? Wird er zu heiß? Wird er zu trocken? Wird er zu nass? Ja, also auch rein betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich ist mit dem Wetter so vieles verbunden, dass natürlich solche Vorhersagen sehr, sehr nützlich sind. Und deswegen arbeitet man daran, Langfristvorhersagemodelle zu entwickeln, die von Jahr zu Jahr immer genauer werden sollen. Wir sind natürlich noch längst nicht an dem Punkt angelangt, wo man sagen kann, ich bin jetzt hier am 1. Juni und würde gerne wissen, wie in meiner Heimatstadt beispielsweise das Wetter an Weihnachten wird. Ja, so weit sind wir natürlich nicht. Und die Langfristvorhersagemodelle, ja, die ich hier euch vorstellen werde, es gibt noch einige andere, aber ich stelle euch mal so mit die wichtigsten vor, ja. Die sind als Trendgeber, wie gesagt, zu betrachten, ja, als Trendgeber. Wenn man sieht, ein Modell spuckt immer wieder die gleiche Prognose aus, ja, dann heißt es noch lange nicht, dass es so kommen wird, aber es zeichnen sich gewisse Trends ab, ja. Und so muss man das Ganze einfach sehen, denn wir wissen ja, dass selbst also die generischen Wettermodelle, die jetzt von einem Tag, also besser gesagt von jetzt im Nowcast bis maximal 16 Tage in Voraus rechnen, dass selbst die im 16-Tage-Zeitraum teilweise drastisch schwanken. Ja, also man sollte das Ganze immer mit so einem lächelnden und einem weinenden Auge betrachten, aber es ist ganz interessant zu sehen. Und ich werde euch die Links auch, wie gesagt, alle in die Beschreibung packen, damit ihr euch das selbst mal angucken könnt. Ja, hier haben wir jetzt das EZMWF Langfristvorhersagemodell und das ist halt vom Europäischen Wetterdienst ja, letztlich hergestellt worden, entwickelt worden. Und wir sehen hier das EZMWF oder ECMWF, wenn man jetzt im Englischen bleiben will, spuckt hier eben eine Jahreszeitenvorhersage aus. Ja, und ich habe jetzt komplett auch die Jahreszeit genommen, Dezember, Januar, Februar, also den Winter. Wie wird der nordhemisphärische Winter, was jetzt beispielsweise die SSTs angeht, das sind die Sea Surface Temperatures, bedeutet also die Meeresoberflächentemperaturen. Wir interessieren uns aber natürlich, denke ich mal, eher für die 2-Meter-Temperaturen, ja. Und da spuckt hier jetzt das EZMWF für den Dezember beispielsweise einen zu warmen Dezember aus. Der November soll auch zu warm werden. Der Januar soll ebenfalls zu warm werden. Und den Februar haben sie jetzt komischerweise nicht mit drauf, was ich ein bisschen doof finde. Aber höchstwahrscheinlich würde der auch zu warm, ja. Dann kann man sich auch das Ganze nochmal anschauen anhand der sogenannten Mean Sea Level Pressure Karte. Das ist quasi die Vorhersage dieses Modells, wo genau ein Hochdruckgebiet liegen wird und wo genau ein Tiefdruckgebiet liegen wird, ja. Mean Sea Level Pressure Anomaly ist das, ja. Und wenn wir davon ausgehen, so circa 1010 Hektopascal ist, oder 10, ja, 10.100 Hektopascal ist so der durchschnittliche Druck auf Meeresniveau, dann sehen wir, dass wir hier über Europa wohl Hochdruck eher haben werden. Ja, ob ihn, also ich sag mal so, wenn das jetzt für den November gilt, wir schauen uns jetzt mal den Dezember an, da sieht es ähnlich aus. Und jetzt hier den Januar, dann könnte man ehrlicherweise sagen, ob der Winter wirklich so warm ausfallen wird, kann man gar nicht so sehr sagen, weil wir gerade natürlich in den Wintermonaten ab November insbesondere an bis
ja, eigentlich fast noch bis in den gesamten Februar rein Inversionswetterlagen haben. Und wenn wir ein stabiles Hoch haben, was über uns liegt, dann bleibt es zwar trocken und es gibt keinen Schnee, aber es bleibt auch dementsprechend kalt, ja. Und die Basetime ist hier September, also der September, einfach deswegen, weil für den Oktober das noch nicht abgedatet wurde. Dann kann man sich hier die Precipitation anschauen, also die Niederschlagsabweichungen, und man geht nach genau demselben Schema vor, ja? Das ist hier ein Modell, wie gesagt. Ein schöneres Modell von der Optik her, von der Ansicht her, ist hier das, was auf Tropical Tidbits zu sehen ist. Dort haben wir beispielsweise das CANSIP-Modell, das ist quasi das kanadische Langfristmodell. Und das kanadische Langfristmodell kann ich hier genauso mir anschauen. Ich gehe beispielsweise auf Upper Dynamics. Nee, auf Lower Dynamics finde ich besser. Gehen wir erstmal auf Lower Dynamics und dann sehen wir hier die Mean Sea Level Pressure Anomaly. Das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Hier prognostiziert dieses Modell ganz genau, wo es Tiefdruckgebiete und wo es Hochdruckgebiete geben kann, ja, oder geben wird. Laut dem Modell, das ist ein Langfristmodell. Dann sehen wir hier beispielsweise, für den Oktober sieht es nach einer ziemlichen Westdrift aus. Klassischerweise Island tief und Azoren hoch, heißt volle Kanne West. Das ist jetzt der, nein, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Das ist der Oktober 2020, ja. Aber es sieht im Prinzip ähnlich aus. Ja, nur nicht ganz so extrem. Wir sehen, es bildet sich ein riesiges Hoch hier quasi über Skandinavien und ganz Russland, wenn man so will. Also ein riesiges Hoch und wir sind hier mitten in der Westdrift drin. Ja. Gehen wir jetzt rüber zum November. Dann sehen wir im Prinzip nicht wirklich viel anderes. Also auch ein starkes Azorenhoch, relativ starkes. Ja, relativ starkes Island tief, aber die, wie soll ich sagen, die Windrichtung bleibt auch hier Westdrift, ja. Dezember zum Beispiel, ja, da haben wir einen leichten Unterschied. Da sehen wir beispielsweise, dass das Hoch näher bei uns liegt. Das heißt, da könnte es mehr Inversion geben, kalte Temperaturen am Boden und relativ mild in der Höhe. Beim Januar sehen wir etwas sehr Interessantes. Wir sehen, dass das Azoren, Entschuldigung, das Islandtief mehr oder weniger verschwunden ist. Wir haben hier Northern Blocking, Hochdruck, der über Grönland sich so langsam aufbaut, aber allerdings noch nicht so extrem stark ist. Aber dafür rüber reicht hier nach Skandinavien. Und wenn wir in Skandinavien hoch haben, kommt ja die Luft aus Nordosten bzw. aus Osten. Das heißt, der Januar ist hier ein kälterer Monat. Wie sieht es im Februar aus? Im Februar ist es dann leider wieder so, dass eben die Westdrift, wie soll ich sagen, mit ins Spiel kommt. Und man würde dann jetzt sagen, okay, man hätte quasi nur den Januar 2021, der dann wirklich ein Wintermonat wäre, ja, sozusagen. Also ihr seht, ihr könnt auf unterschiedliche Dinge gehen. Wenn ihr auf Thermodynamics geht, dann könnt ihr euch zwar beispielsweise anschauen, wie die Temperaturabweichungen sind. Das war jetzt hier das kanadische Modell. Das bekannteste, auf das alle gehen, das ist eben das sogenannte CFS Version 2 Modell vom amerikanischen Wetterdienst. Und hier habt ihr unterschiedliche Auswahlen. Ja? Erstmal würde ich sagen, geht auf CFS MOI bzw. MOI, yes, MOI oder MOIS, genau, steht für Monat. Und dann könnt ihr hier sehen, wie letztendlich entweder die 1500 Meter Temperatur im Mittel sein wird und einmal abweichen wird vom Mittel, gleichzeitig auch wie die Temperatur am Boden ist und natürlich auch eben, wie gesagt, hier, wie die Niederschläge ausfallen. Aber mich interessieren bei den Langfristvorhersagen vor allen Dingen immer die Druckabweichung, weil wenn man die letztendlich kennt, dann kann man sich vieles schon dabei denken. Und ich würde persönlich sagen, geht immer auf diese Karte hier, auf die Karte Europe LCC. Und warum deswegen? Weil man hier sehen kann, was auch höher, also oberhalb von Skandinavien, an Druckgebilden sich befindet. Das siehst du bei der normalen Europakarte nicht ganz so gut. Ne? Darum immer auf Karte Europe LCC gehen. Und dann gehen wir hier auf die Anomalie vom Geopotential in 500 Metern. 500 Hektopascal, Entschuldigung, ist natürlich deutlich mehr als 500 Meter, ja, sind ein paar Kilometer. Und hier, wie gesagt, keine genaue Angabe, wo ein Hoch liegt
und wo ein Tief liegt, aber wo höchstwahrscheinlich, in welchem Gebiet also, nämlich hier in diesem Gebiet, irgendwo sich Hochdruck etablieren wird und wo sich dementsprechend Tiefdruck etablieren wird. Ja? Gehen wir mal davon aus, das wäre jetzt hier so, dass wir über den britischen Inseln ein Hoch hätten. Dann wären wir in einer Nordlage bis Nordostlage und das wäre im November schon ziemlich zapfig. Ja? Wie soll ich sagen, im Dezember ist es sogar so, dass das Hoch noch weiter im Westen liegen würde, gemäß dieser Karte. Und wir würden noch stärker in eine Nordostlage kommen, allerdings relativ trocken, wie man sieht. Schauen wir uns dann an, wie sich der Januar entwickelt. Ja, der Januar wäre dann klassischerweise von einer Inversionslage geprägt, wenn ungefähr in diesem Bereich hier sich, wie gesagt, ein Hochdruck etablieren würde, weil das Hoch mehr oder weniger direkt über uns liegt. Und der Februar wäre dann der krasseste Monat und der kälteste Monat der Wintersaison, weil wir ganz klar Northern Blocking hier sehen, ganz klar starken Hochdruck irgendwo bei Island oder Grönland und dann der Tiefdruck direkt über uns. Wie gesagt, beim Northern Blocking kommt es ja zur Windumkehr, das heißt, die Tiefs wandern nicht mehr von West nach Ost, sondern von Ost nach West. Und wir würden dann den ganzen Schnee aus Russland letztendlich abbekommen, ja? Das ist die eine Sache. Wer sich dann zum Beispiel dafür interessiert, nun ja, was berechnet denn jetzt dieses CFS-Modell beispielsweise für den 24. Dezember? Dann muss ich hier auf Run CFS Daily gehen. Und dann kann ich mir natürlich den älteren Lauf anschauen oder den jetzigen Lauf. Ja, schaue ich mir mal den jetzigen Lauf an und gehe mal auf 1080. Dann bin ich immer noch hier im November. Gut, dann muss ich ein bisschen weiter runter scrollen. Bin ich denn jetzt langsam beim 24.? Nee, noch nicht ganz. Aber hier müsste der gleich kommen, ne? Genau, auf der nächsten kommt er. Ja, da würde zum Beispiel jetzt dieser aktuelle Lauf des CFS V2 für den 24. Dezember eine milde Lage bringen. Wir sehen, wir sind am Nordrand des Hochs, das heißt eine westliche Strömung, die trocken sein kann oder aber auch nass. Es wäre in jedem Fall keine wirkliche winterliche Lage. Und dann kann ich weitergehen und zum Beispiel sagen, nun ja, wie sieht es denn aus für den Jahreswechsel? Ich möchte irgendwie einen schönen Silvester haben. Ja, und dann sehen wir auch hier, dass da nicht wirklich viel sich verändert. Wir können sagen, ich gehe mal vielleicht weiter, ja, dass es erst mit Neujahr wieder so langsam Richtung Winter gehen würde, ja. Das ist dann beispielsweise das, was ich hier an den täglichen Berechnungen des CFS V2, wie gesagt, sehen kann. Und dann hätten wir beispielsweise noch das Jamstack. Ja, das ist ein japanisches Langfristmodell und da gehe ich auch beispielsweise hier auf Surface Air Temperature Anomaly und da sehen wir, wir hätten einen zu milden Winter, während nun ja der südliche Teil Russlands und der mittlere Osten einen zu kalten Winter hätten. Genauso übrigens wie das nordwestliche Kanada und Alaska. Ja. Und schlussendlich das Beijing Climate Center, was ich euch auch noch vorstellen möchte, das ist das chinesische Langfristmodell. Ich bin hier auf global gegangen und ich habe hier jetzt den 2-Meter Air Temperature Anomaly Wert herausgenommen. Und dann sehen wir, das ist jetzt gültig für September bis November. Ja. Und ich möchte jetzt aber gerne sehen, wie es aussieht mit den Druckabweichungen. Aber ich sehe, die Druckabweichungen bieten sie hier gar nicht an. Das heißt, ich kann mir nur anschauen, wie beispielsweise der Temperaturverlauf ist. Mehr aber auch nicht. Ja, mehr geht nicht. Das ist vielleicht schade, weil vorher gab es eine Seite, wo man sich das alles anschauen konnte. Die kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. September, Oktober, November. Machen wir mal für Dezember. Für Dezember, genau. Jetzt habe ich hier die richtige ausgesucht. Also so sieht es aus von den Temperaturen. Ja?
So sieht es aus von den Temperaturen. Und wir hätten jetzt einen Dezember, Januar und Februar, der eben, wie gesagt, deutlich zu mild ausfallen würde. Mit so circa einem Grad zu mild. Ja, das ist natürlich immer noch gut im Vergleich zu den restlichen Wintern, die wir gehabt haben. Aber es wäre deutlich zu mild. Ja? Ja, Freunde, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen euer Interesse für diese Langfristmodelle entwickeln. Mich interessieren die teilweise mehr als die Kurzfristmodelle, weil die Kurzfristmodelle, nun ja, die schaust du dir sowieso jeden Tag an, aber du willst, wie gesagt, ja schon möglichst wissen, wie es eben aussieht, später, wenn du jetzt einen Urlaub planen möchtest oder wenn du auf einen schneereichen Winter hoffst und so. Aber diese Modelle, muss man auch immer dazu sagen, die verändern sich permanent, weil die werden mindestens monatlich geupdatet. Und ihr wisst ja beim CFS zum Beispiel, dass der viermal am Tag geupdatet wird. Ja, also das nur mal dazu. Nicht, dass ihr euch wundert, dass diese Modelle springen, aber wenn sie gewisse Trends aufzeigen, dann gehen eben, wie gesagt, alle immer drauf ein und dann hörst du das auch in den Nachrichten. Das Langfristmodell sagt dies und jenes. Jetzt wisst ihr Bescheid, worauf sich eben die Meteorologen beziehen. Und ja, das zu dem Thema, Leute.